Moin Leute, neues Jahr, neue Förderung für E-Autos. Nächstes Jahr gibt es für Hybride gar keine Prämie mehr und reine E-Autos bekommen weniger. Bisher gab es einen Zuschuss von bis zu 9.000 Euro. Damit ist ab 2023 aber Schluss. Aber wie viel Geld gibt es denn jetzt beim Kauf eines E-Autos ab 2023? Der Bundesanteil wird ab Januar auf maximal 4.500 Euro reduziert, vorher waren es 6.000, wobei die endgültige Höhe vom Kaufpreis eures Autos abhängt. Die volle Fördersumme gibt es für Autos mit einem Netto-Listenpreis, und das ist wichtig, unter 40.000 Euro. Zwischen 40.000 und 60.000 Euro bekommt ihr noch 3.000 Euro vom Staat. Noch teurere Autos sind nicht förderfähig. Zum staatlichen Umweltbonus kommt wie bisher noch ein Herstelleranteil und der ist jeweils 50% vom Umweltbonus. Also wenn ihr ab Januar ein E-Auto für unter 40.000 Euro kauft, dann bekommt ihr im besten Fall einen Zuschuss von 6.750 Euro. Das sind also 4.500 vom Staat, die volle Summe, und nochmal die Hälfte davon, also 2.250 vom Hersteller. 2024 wird die Förderhöhe weiter reduziert. Ab dann gibt es einen einheitlichen Förderbetrag von nur noch 3.000 Euro. Übrigens kann jeder im neuen Jahr den Umweltbonus beantragen, auch Gewerbetreibende. Ab dem 1. September sollen aber nur noch Privatpersonen eine Förderung bekommen. Ausschlaggebend ist wie bisher das Zulassungsdatum und nicht das Kaufdatum des Autos. Wenn ihr dieses Jahr noch ein Auto gekauft habt, das Auto aber erst im nächsten Jahr ausgeliefert wird, dann gibt es leider nur die reduzierte Förderung. Und noch eine Neuerung: Nur wer sein E-Auto mindestens 12 Monate behält, hat Anspruch auf die volle Förderhöhe. Vorher waren es 6. Wer das Auto least, muss den Wagen mindestens 23 Monate fahren. Sonst wird der Förderbetrag eben nicht voll ausgezahlt. Bei einer kürzeren Leasingdauer wird der Bonus halbiert. Unter 23 Monaten gibt es noch 3.000 Euro. Bei weniger als 12 Monaten geht ihr komplett leer aus. Steuerliche Vorteile wie die 0,5%-Regelung für Plug-in-Dienstwagen, die bleiben übrigens erhalten. Auch für gebrauchte E-Autos kann der Umweltbonus beantragt werden. Allerdings dürfte es schwierig sein, ein tatsächlich förderfähiges Auto zu finden. So ein gebrauchtes E-Auto darf höchstens 12 Monate zugelassen sein und maximal 15.000 Kilometer auf dem Tacho haben. Die Gesamtsumme der Fördermittel für 2023 wurde übrigens mehr als halbiert. Wer zu spät beantragt, könnte also gegen Jahresende sogar komplett leer ausgehen. Ja, wie findet ihr die neuen Regelungen? Schreibt es mir in die Kommentare. Das war Move Electric in fast einer Minute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.